Die erste Frage ist, die Sie gestellt haben, die Weltbevölkerung hat 8 Milliarden überschritten. Was können wir als einzelne Japaner und Japanerinnen tun, um dieses globale Problem zu bewältigen? Eben, und dieses Problem kann nur gelöst werden, indem weltweit eine rigorose Geburtenkontrolle geschaffen wird, was jedoch nur durch eine strikte Gesetzgebung und deren Einhaltung geschehen kann. Von der Figur Japan aus kann auch nur das Gleiche getan werden, wie das auch vom Mutterzentrum Schweiz von hier aus getan wird und von sonstigen Figurgruppierungen, nämlich die Menschen schriftlich und mündlich und durch das Internet auf das Überbevölkerungsproblem aufmerksam zu machen. Es muss zu bedenken gegeben werden, dass jede Frau und jeder Mann verantwortlich dafür zeichnen, wenn sie Kinder auf die Welt stellen, dass die Überbevölkerung weiterhin wächst und dadurch das Klima und die Natur mit Fauna und Flora zerstört werden und unzählige Übel unter der Menschheit herrschen. Je mehr Menschen die Erde bevölkern, desto schlimmer und zahlreicher werden alle die Übel wie Kriminalität, Verbrechen, Kriege, Seuchen, Gleichgültigkeit von Mensch zu Mensch, Hass, Vergeltungs- und Rachesucht sowie Eifersucht, Gier, Laster und alles erdenklich Ausgeartete. Die von der Erderwärmung ausgelöste Klimaveränderung ist auch in Japan für alle spürbar. Wie weit ist unsere Erde gefährdet? Was können wir gegen die Erderwärmung tun? Die Antwort ist die: Das ganze Übel der Klimaerwärmung liegt grundsätzlich bei der Überbevölkerung, denn durch diese wurden alle möglichen Ursachen geschaffen, wodurch die Klimaerwärmung zustande kommen konnte. Ungeheure Emissionen von CO2, FCKW und anderen giftigen Stoffen, wie zum Beispiel Methangas, durch die Überproduktion von Rindvieh und anderen Tieren für die menschliche Nahrung, sowie das Abbrennen von Regenwäldern und so weiter, haben ebenso zur Klimaerwärmung beigetragen, wie auch atomare Explosionen sowie die ungeheuren Gewichte der mehr als 8 Milliarden Menschen und die Überproduktion von allerlei Tieren, die als Nahrung für die Menschen herangezüchtet werden und so weiter. Die Klimaerwärmung hat bereits Dimensionen angenommen, die nicht mehr gestoppt werden können, folglich sich künftig immer mehr ungeheure Naturgewalten entwickeln und ungeahnte Desaster hervorrufen. Will etwas dagegen getan werden, dann kann das nur durch eine drastische Reduzierung, durch einen mehrjährigen weltweiten Geburtenstopp und danach durch eine weltweit greifende drastische Geburtenregelung erfolgen, die je länger, je mehr nicht mehr bewältigt werden können. Also, ich habe geschrieben: Liebe Mitglieder der FIGU Japan, liebe Freundinnen und Freunde, es ist mir eine große Ehre, einige Worte an euch richten zu dürfen und euch zu danken, dass ihr die Lehre der Wahrheit, Lehre des Geistes, Lehre des Lebens schätzt und dankbar daraus lernt. Die Lehre ist tatsächlich ein kostbarer Schatz und dass ihr euch damit beschäftigt, ist mir eine große Freude. Es ist sehr erfreulich, dass ihr euch von der dargebrachten Wahrheit belehren lasst und ihr euch bemüht, ein Leben in Liebe, Frieden, Freiheit und Harmonie zu führen, so ihr euch in den innersten liebevollen Regungen eures Wesens ergehen könnt, die euch befreien, Gelassenheit und Ruhe schenken und die zum wahren Menschen befruchten. Dies im Wissen darum, dass ihr einer schöpferischen Bestimmung folgt, die euch einen evolutiven Fortschritt bringt und euch die effektive Wahrheit immer klarer erkennen lässt, so sich in euch immer mehr die schöpferisch natürlichen Gesetze und Gebote erfüllen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr seid wahrlich Suchende und dem Wissen und der effektiven Wahrheit zugetan. Und damit auch der Quelle des Trostes und der Erbauung, wodurch der Keim der Freude in euch Wurzeln schlagen kann. Schöpft daraus noch mehr Wissen und lasst es zur Weisheit werden, so ihr niemals einsam sein werdet,
sondern wisst, dass ihr ein Teil des unendlichen Ganzen des Universums seid, in dem ihr mitlebt und pulsiert und dass euch ganzes dass euer ganzes Leben durchwebt und dass euch Geborgenheit, Sicherheit, Liebe, Frieden, Freiheit und Harmonie in alle Allgroßzeit bietet.